3, 2, 1, los. Hab gestartet? Ja, die läuft die ganze Zeit schon. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Keine Ahnung, wie das Projekt heißt. Leben. Leben. Joy to the world, the Lord is come. Oder so. Teddy Leben hieß das, glaube ich, ist mir auch egal. Ich auf jeden weiß Fall, es hat sich jetzt schon wieder einiges getan. Es hat sich einiges getan. Wir haben jetzt Lass Post. Mich, das ist meine Aufnahme. Das ist meine Aufnahme. Hier haben wir zuerst einmal die Post, die wird von Darius betrieben. Hallo. Die Häuser habe ich, glaube ich, gar nicht gezeigt. Das hier ist das von Isa, Hashtag Ripex. Das ist das von unserem Bürgermeister, dem Ultimate Range. Ja, das ist er. Und zuerst hat sich auch etwas auf unserem Grundstück getan. Das letzte Mal waren das ja nur zwei Öfen, eine Workbench, eine Doppelkiste. Komm mal kurz mit Darius. Ich habe hier ja auch ein bisschen Zeug im Inventar. Da vorne seht ihr das nächste neue. Darius hat nämlich eine Brücke gebaut. Guck, da ist das Skelett. Du sollst zwar den Flusslauf machen und das ähnelt jetzt hier schon fast im See unter der Brücke. Aber gut, auf jeden Fall hier die kleine Brücke. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder Verbesserungsvorschläge schreiben. Hier hat schon wieder irgendwer so dumm. Na, Wald gezüchtet. Briefkasten, Post hier einwerfen, cool. Das habe ich da erstmal hingestellt, weil das. Welche Weizenfarm bisher? Was ist los? Was machen Sie bei uns im Haus? Hallo? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, Haus kann man das nicht nennen. Vorläufige Unterkunft. Nehme ich das mal hier. So ein bisschen Zeug. Ja, die Polizei, wir haben jetzt hier auch eine Polizei, davon bin ich auch Teil, ich bin Teilzeit, ich mach den Teilzeitjobber, ich mach den Postboten. Ich bin, hier. Ja, okay, ich bin auch noch, ich habe mich kurzerhand selber zum Architekten ernannt und habe die meiste Zeit jetzt nach der ersten Aufnahme damit verbracht, hier unten eine kleine Zuckerrohrfarm anzulegen. Weed. Die ist erst halb fertig, die soll sich noch in die Richtung da weiter erstrecken. Hier ist auch... Ey, irgendwer hat das ganze Zuckerrohr mitgenommen. Okay, Darius regt sich auch, dass irgendwie eine Machete in unserem Haus ist. Auf jeden Fall beschäftige ich mich jetzt in dieser Folge etwas mehr mit dem von dem Bürgermeister mir aufgetragenen Projekt. Auf jeden Fall habe ich mich halt, wie gesagt, kurzerhand zum Architekten und Baumeister auserkoren in dieser Stadt. Und da habe ich gleich den ersten Auftrag von unserem Bürgermeister Ultimate Range bekommen. Und zwar soll ich ein Riesenrad bauen. Und das habe ich auch schon angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin schon kurz gesehen habt, auf jeden Fall. Ich bin jetzt erstmal dabei, die erste Rundung zu machen. Da ist das bisherige Ergebnis. Es geht sogar eigentlich voll. Halt sich so eine geile Rundung, aber ich habe für nichts garantiert. Auf jeden Fall, ich habe noch ein bisschen... Holz, was das angeht. Das sollte also kein Problem werden von den Materialien her. Echt denn da? Das ist Leo 1LP. Okay. Ich muss mir wieder eine Arbeitsplattform machen, aber ich habe nichts für eine Arbeitsplattform. Ich nehme Birkenholz. Nach dieser für euch kurzen Timelapse habe ich den Kreis nicht Kreis vollendet. Den muss ich dann nochmal auf der anderen Seite genauso bauen, aber fürs erste habe ich den ersten Kreis jetzt, kann ich auch ungefähr beurteilen. Muss ich die Bauplattform da irgendwann nochmal wegmachen.
Oh Gott, verdammt. Au. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Kreis steht jetzt erstmal, kann ich mir nochmal von Weitem angucken, ob ich selber damit zufrieden bin. Es geht, daraus kann man ein Riesenrad bauen. Ach du wolltest ein Riesenrad bauen? Ja. Ursprünglich schon. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt, weil wir nehmen das jetzt hier auf, bevor wir überhaupt die erste Folge herausgebracht haben. Also ich nehme das hier auf, Darius PC ist zu kacke zum Aufnehmen. Dankeschön. Boah, du hast recht. Ja eben, genau deswegen sage ich das doch. Geil, ich habe mein Holz dupliziert. Na, doch nicht. Schade. So, beseitigen wir hier das mal. Den kurzen Cut haben wir jetzt hier die vier Stützen, die sich dann mit der anderen Seite verbinden. Ich bin auch unentschieden, ob ich hierüber auch noch Stützen mache. Mal sehen. Es wird sich dann alles ergeben. Auf jeden Fall. Nice! Zum Abschluss der Folge nochmal gestorben. Autsch. Okay, ich würde sagen. Nee, so kurz können wir die Folge nicht machen. Nee. Man sollte seinen Chat wieder anmachen, wenn man einen Control eingeben will. Ich schreibe gerade das Gesetz, ey. Ja, okay. Auf jeden Fall, wie man sieht, das sieht bisher noch extrem krüppel aus. Da muss ich auf jeden Fall in nächster Zeit noch einiges dran machen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich das in einer Folge weiterbauen soll, also dass ihr das seht, oder ob ich das einfach AFK, nicht AFK, ob ich das einfach ohne Aufnahme bauen soll und euch dann im Nachhinein zeige, was daraus geworden ist. Baust du ohne? Ich denke, das ist wichtiger für andere Sachen. Ja, ich kann ja mal trotzdem in die Kommentare schreiben, falls sich einer die Mühe macht. Cool, wer ist denn jetzt schon wieder festgenommen? Ja, so ist unsere Fahrt. Herr Chris. Alter. Aber wir können ihn nicht festnehmen, wir können ihn nur unter Arrest stellen, weil wir kein Gefängnis haben. Lappen. Also wie gesagt, die verhaften gerade irgendwelche komischen Leute, warum auch immer, was Sulfat jetzt getan haben soll, muss ich hoffentlich nicht verstehen. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt noch viel mehr machen soll. Ja, ich denke, ich werde dann nächste Folge entweder das Riesenrad fertig haben oder es nochmal in einer Timelapse kurz den zweiten Ring fertig bauen. Auf jeden Fall werde ich das nicht kommentieren, weil ich einfach scheiße im Kommentieren bin. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.